Jenny und Nico. Und wir hoffen, dass ihr uns auf unserer Reise durch Norwegen, Finnland und Schweden begleitet. Heute ist Tag 1 und wir sehen wunderschönes Wetter. Ja, wir sind am Gaustertoppen und es ist nicht so gut. Also kannst du noch besser werden. Die Original-Audiodateien von hier waren leider überhaupt nicht zu gebrauchen, deswegen mache ich mal ein kurzes Voice-Over. Also wir wollten eine Wanderung zum Kerakbolten machen. Der Kerakbolten liegt am Lysefjord im Westen von Norwegen. Nur hatten wir leider richtig mieses Wetter, so dass wir eigentlich fast die ganze Zeit in der Wolke waren und klitschnass wurden. Den Fjord haben wir auch nur ganz kurz gesehen und mussten dann wieder zurück. Nicht so toll. Unsere Route durch Südnorwegen hat uns vom Lysefjord Richtung Jotunheim Nationalpark geführt und unsere Strecke ging am Hardanger Fjord recht lange entlang und wir hatten da so schönes Wetter, fast sommerlich für norwegische Verhältnisse, und dann sind wir noch am Vøringsfossen vorbei und haben uns da ein bisschen umgeschaut und die einzelnen Aussichtspunkte erkundet und ja, die beiden vorherigen Tage waren wie vergessen. Tag 4, wir sind hier im Jotunheim Nationalpark an der Knutshöhe und wir haben hier echt eine tolle Aussicht, also da kann man nichts sagen. Wir relativ lange Zeit verbracht und dann haben wir uns noch aufgemacht zu einer kurzen Wanderung, 400 Höhenmeter, um jetzt hier zu sitzen und zu sehen und die wunderschöne Aussicht. Und jetzt hat Nico gerade unser Abendessen. Was gibt es denn? Ich kann euch ja mal zeigen, was es gibt. Thank you.
anders als wir uns das ursprünglich gedacht hatten. Auf unserer Route sind wir dann in der Region von Gerang geblieben und haben den Jostedalsbreen-Nationalpark besucht und haben uns, da der Park sehr groß ist und der Gletscher riesig, haben wir uns einen Seitenarm im Oldetal herausgesucht und haben den ein bisschen erkundet. Es ist zwar einigermaßen touristisch, aber man hat wirklich tolle Aussichten auf den Gletscher. Und heute sind wir am Snowheader Viewpoint und haben uns danach noch auf eine kleine Moschusochsen-Safari begeben, also ohne Führung. Wir haben sie aus der Entfernung gesehen und sind ihnen dann langsam näher gekommen und haben natürlich Abstand gehalten. Es war auch ein kleines Moschusochsen-Kalb dabei. Ja, und jetzt bleiben wir noch ein bisschen hier und genießen die schöne Aussicht und machen uns dann weiter auf den Weg. So, das wäre Teil 1 unserer Videoreihe zu unserem Skandinavien-Roadtrip und seid gespannt auf mehr. Also wir fahren noch auf die Lofoten, es geht sehr weit in den Norden und später kommen auch noch Schweden und Finnland. Und vergesst nicht, das Video zu liken und zu kommentieren, das würde uns sehr helfen und ihr könnt uns natürlich auch Feedback geben.